Ihr wählt hier eine rechtsextreme Partei. Das muss man auch sehr klar und deutlich sagen. Da gibt es keine Entschuldigung für, wenn man durch seine Stimme auch dazu beiträgt, dass die Polarisierung im Land zunimmt. Und das Vierte ist dann aber auch, und das wird die Aufgabe von Politik, vielleicht auch von Medien sein, die AfD zu entlarven bei dem, was sie tut. Wir haben in Brandenburg gesehen, dass man dort offen mit Neonazis kooperiert. Wir sehen im Bundestag,